In diesem Video zeigen wir dir den gesamten Ablauf von dem Moment, wo der Patient zum ersten Mal in deiner Praxis erscheint, über die Terminvereinbarung, Dokumentation, Verrechnung, bis zum Export der Finanzdaten für deinen Steuerberater, damit er den Jahresabschluss durchführen kann. Ein neuer Patient kann in der Übersicht oder direkt im Kalendertermin angelegt werden. Behandlungen können zu einer Verordnung oder auch einzelnen erfasst werden. Lege eine Kopie der Verordnung direkt in Smart Therapy beim Patienten ab. Dokumentiere eine Behandlungseinheit und hinterlege eine Leistung. Den für dich passenden Befundbogen kannst du in den Einstellungen selbst konfigurieren. Hinterlege die Leitsymptome auf der Bodychart gemeinsam mit dem Patienten. Jede Behandlungseinheit kann separat dokumentiert werden. Neue Behandlungstermine können im Kalender ganz einfach definiert werden. Für mehrere Termine zum Patienten nutzt die Kopier- oder Serienfunktion. Starte die Dokumentation einer Behandlungseinheit direkt aus dem Kalender. In den Einstellungen kannst du dir deine persönliche Vorlage für die Honorarnote hinterlegen. Wenn es der Patient wünscht, kannst du jederzeit eine Teilrechnung der bereits erbrachten Leistungen erstellen. Bei der Endrechnung werden alle noch nicht verrechneten Leistungen verrechnet und die Serie automatisch abgeschlossen. Hinterlege in Smart Therapy die erhaltenen Überweisungen zu den erstellten Honorarnoten. Zur Vorbereitung des Jahresabschlusses ruft das Finanzcockpit auf. Mit der Exportfunktion werden alle Belege und Listen sowohl der Einnahmen und Ausgaben exportiert. Definiere den gewünschten Zeitraum und das System stellt alle Belege automatisch zur Verfügung.